Das ist frisch, Digga. Hoffe ich wirklich, dass dem Typen, das hat sich nicht besonders eingetragen angehört. Ey, das finde ich brutal fresh, Mann. Guten Morgen, YouTube, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's blendend. Was gibt's ansonsten zu sagen, YouTube? Ja, ich war letztens brutal abgefuckt von den öffentlichen Verkehrsmitteln in München. Also, Digga, ganz ehrlich, und da verstehe ich voll und ganz, warum Leute schwarz fahren und warum ich seit, glaube ich, einem Jahr nicht mehr in der U-Bahn drin saß. Ja, okay, nicht ganz ein Jahr, aber ich würde sagen, ein halbes Jahr ist es safe her, dass ich das letzte Mal in einem öffentlichen Verkehrsmittel drin saß. Und jetzt hätte ich eigentlich, beziehungsweise die letzten Tage und nächste Woche, muss ich am anderen Ende der Stadt arbeiten. Und ich muss natürlich genau an den Tagen arbeiten, wo es regnet und Gewitter sein soll. Das heißt, ich kann nicht mit dem Bike dahin fahren. Und dadurch, dass ich aktuell keinen privaten PKW habe, bleibt mir nichts anderes möglich, außer die U-Bahn zu nutzen. So, die Stadt München denkt sich aber, wir haben ja noch nicht genug Baustellen in dieser Stadt, wie man hier sieht. Und wie man an sich in, glaube ich, jedem Video sieht, das gefühlt jeden Kilometer irgendwo eine Baustelle ist, Mann. Nein, lass uns einfach für 5 Stationen die Gleise noch erneuern und Schienenersatzverkehr machen, welcher dreimal so lang dauert. Ich bräuchte jetzt für eine Strecke, die mit dem Bike 20 Minuten dauert, öffentlich brauche ich eine halbe Stunde dahin. Aktuell, wenn ich fahren will, ich brauche knapp eine Stunde. Danke, Stadt München, dafür, dass ich eine Stunde für einen Weg brauche, der eigentlich nur eine halbe Stunde dauern sollte. Und dafür zahle ich gerne meine, was weiß ich, 60 oder 70 Euro, wie viel eine Monatskarte aktuell kostet, Mann. Ey, das ist so Katastrophe alles geworden, Mann. Genau, bei Rot stehen wir. Gib sie dir, Junge, im Astra GT, was weiß ich, Mann. Auf was wartet die Ampel jetzt, auf bessere Zeiten, oder? Oh nein! Oh Mann, wer hat dir das angetan, Digga? Also, wenn es irgendeiner aus Absicht gemacht hat, dann hoffe ich wirklich, dass dem Typen beim Händewaschen die Ärmel wieder runterrutschen, Digga. Juckt was am Bizeps. Vielleicht brennt der Bizeps aber auch einfach nur zu sehr, Mann. Oh! Ew! What the f- Digga, war das ein Mann oder eine Frau? Ist hier eigentlich echt eine Universität oder heißt die Gegend nur Universität? Was einfach gar keinen Sinn machen würde, wenn hier keine Uni wäre. Aber ich bin ja nicht so gebildet, dass ich mich damit auskenne. Aber ich glaube schon, hier ist die LMU, oder? Ach, was weiß ich, Mann. Warum gibt eigentlich niemand einen Blinker, wenn er hier links abbiegt? Ja, der hat ihn vielleicht gegeben, aber da war er schon halb drin. Da bringt es ja auch nicht viel. Ein Phantom. Ey, der war zu kurz für einen Phantom. Was ist denn das unter einem Phantom? Der Ghost? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Rolls Royce. Das ist fresh, Digga. Aber der hat einen Riemen anstatt einer Kette. Das ist irgendwie bei den Harleys oft so. Ich verstehe aber nicht, warum. Ich glaube halt, eine Kette gibt dir mehr Power vom Motor ab. Aber bei einer Harley, da ist jetzt nicht so wichtig, ob sie die 200 PS aus dem Motor auch auf die Reifen drauf bekommt, weil das halt nicht der Sinn von der ist. Aber ich habe halt keine Ahnung noch, was die Vorteile von einem Riemen im Vergleich zur Kette sind. Mashallah. Ey, es fahren in letzter Zeit so viele Range Rover in der Stadt rum, das ist nicht normal. Also keine Ahnung, was die Leute mit denen haben, sind zwar ultra geile Autos von innen und von außen, aber f*** halt brutal ab, so ein Ding gefühlt alle 2 Wochen in die Werkstatt fahren zu müssen. Das hat sich nicht besonders eingetragen angehört. Ja, das ist ein fetter Dodge. Hellcat war das, oder? Ich glaube, die Katze ist schon Hellcat. Da steht einfach ein SLS. Aber ich glaube, das ist der oft in der Leopold steht, Maximilianstraße. Ich weiß nicht, da steht ein SLS und ignoriert einfach den GT davor komplett, Digga. Ansonsten, ja, am Wochenende ist die Maximilianstraße halt echt nicht so schön. Beziehungsweise am Sonntag, aus dem Grund, dass halt die ganzen Stores hier geschlossen haben und die Leute keinen Grund haben, hierher zu kommen. Ah, das finde ich auch geil, Digga. Da übrigens ein Bentley. Das Ding. Ey, das finde ich brutal fresh, Mann. Ja, den Bentley habe ich schon davor gesehen, aber den habe ich gar nicht angesprochen. Das ist aber, uiuiui, der sieht fresher aus als erwartet. Ist hier ein Fußgängerüberweg, oder? Alles klar, Digga. Ey, dieses dreimal die Woche ein Video hochladen wird langsam schwer, weil langsam weißt du nicht mehr, was du machen sollst.
Vielleicht muss ich umschalten auf weniger Videos die Woche. Starcar Autovermietung. Es ist eine Autovermietung, wo man immer nur deren LKWs und sowas sieht, beziehungsweise deren Transporter. Ich war mal bei denen auf der Seite. Bruder, die haben alles. Jetzt außer vielleicht Lambos und Ferraris, aber ich glaube, die haben den Aston Martin angeboten, so ein DB11, AMG GT63, als er noch brandneu war und ihn gefühlt niemand hatte, haben die ihn schon zur Vermietung angeboten. G-Klassen, die haben alles, aber man kennt sie einfach nicht. Dann hauen wir rein, YouTube. Ich glaube, ich habe eh nichts mehr, sehr viel mehr Aufnahmezeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wie immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal. Ist free Support für mich und euch schadet es nicht. Ansonsten genießt noch das schöne Wetter, was zumindest in München vielleicht noch knapp eine halbe Woche bleibt. Bleibt mir weiterhin gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Yalla.